liebe Besucherinnen und Besucher. Ich bin Frau Steiner, die Schulleiterin des Albert-Einstein-Gymnasiums. Wir haben hier einige, viele engagierte Lehrkräfte und eine hohe Unterrichtsqualität, wie ich meine, in unterschiedlichen Bereichen. Nicht nur unser Unterricht ist von einer großen Qualität, sondern auch der außerunterrichtliche Bereich. Vor allem haben wir viele, viele AGs in der Musik, im Theater, im Sport und auch AGs im MINT-Bereich. Wir haben einige Angebote des offenen Ganztags und wir haben ebenso Präventionsveranstaltungen, die durch unsere Sozialpädagogin Frau Markon initiiert werden und den Arbeitskreis Prävention. Wir haben hier an der Schule regelmäßig Debating-Wettbewerbe oder gehen auch auf Debating-Wettbewerbe in unserer Debating-AG. Wir haben hier eine sehr, sehr engagierte SMV, die immer zu Beginn des Schuljahres im Oktober ihr SMV-Programm für das Jahr auf Seminartagen zusammenstellt. Unsere SMV prägt unser Schulleben. Ebenso prägend und engagiert sind unsere Eltern, die verschiedene Schulveranstaltungen mit unterstützen, aber auch Schulentwicklungsthemen mitgestalten. Dann mag ich außer dem Schulgebäude selbst auch ganz besonders unsere neue Aula. Das ist ein großer, großer Veranstaltungsraum, ein großer Theatersaal mit knapp 500 Plätzen und einer großen Bühne, auf der unterschiedliche Schulveranstaltungen stattfinden können. Seit neuestem haben wir ein Zertifikat, nämlich das Fairtrade-Zertifikat. Wir dürfen uns also Fairtrade-Schule nennen. Und wir haben dafür schwer gearbeitet in der Vergangenheit. Ein Fairtrade-Schulteam hat sich gebildet und dieses Schulteam hat verschiedene Veranstaltungen initiiert, die über die letzten Schuljahre gelaufen sind. Alles in allem, das AEG ist ein tolles Gymnasium mit einer sehr, sehr lebendigen Schülerschaft, einer lebendigen und engagierten Elternschaft und sehr guten und engagierten Lehrkräften. Obwohl die Musik natürlich eine ganz wichtige Rolle am AEG spielt, legen wir an unserer Schule auch großen Wert auf das Erlernen von Fremdsprachen, nämlich Englisch ab Klasse 5 und wahlweise Latein oder Französisch ab Klasse 6. Wer Sprachen besonders liebt, kann ab dem Schuljahr 2022/2023 in Klasse 8 sogar noch Spanisch als Profilfach hinzunehmen. Und mit Englisch, Spanisch und Französisch bzw. Latein im Gepäck sind unsere Schülerinnen und Schüler später beruflich wie auch privat dann sehr gut gerüstet. Denjenigen, denen das dann immer noch nicht genügt, bieten wir ab Klasse 8 sogar noch eine Italienisch-AG an. Übrigens vertiefen unsere Schülerinnen und Schüler ihre Fremdsprachenkenntnisse auch bei einem Aktionstag Französisch oder Latein in Klasse 7 und bei einer größeren, mehrtägigen Sprachenfahrt in Klasse 9. Wir führen in dieser Klassenstufe Schüleraustausche mit einer französischen, mit einer dänischen und mit einer italienischen Partnerschule durch. Lateinlernende wiederum haben die Möglichkeit, auf eine einwöchige Lateinfahrt zu gehen. Vielleicht, so hoffen wir zumindest, werden wir in 2-3 Jahren sogar noch eine Sprachenfahrt nach Spanien anbieten können. Für uns Fremdsprachenlehrerinnen und Lehrer am AEG ist es auf jeden Fall ein großes Anliegen, unsere eigene Begeisterung für Fremdsprachen an unsere Schülerinnen und Schüler weiterzugeben.
Hallo! Ist das jetzt Josef oder Barney? Oh, das ist Barney. Willst du mal einen Trick mit ihm machen? Ja. Genau, mach mal. Hey, sitz. Ja. Komm, Barney. Gut gemacht. Ja, prima. Sitz, Platz. Ja, also das ist übrigens der Barney. Wir haben ja zwei Schulhunde. Wir haben ja den Josef und wir haben ja den Barney. Den Josef hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Das ist der große Golden Retriever, den wir haben. Und er ist ein Sheltie, ein Shetland Sheepdog. Und der Barney, der ist aber erst seit 2016 hier. Und Josef, der ist, glaube ich, 2 Jahre länger schon hier. Und wir sind richtig happy, dass wir zwei Schulhunde haben, weil ich meine, welche Schule hat schon zwei Schulhunde, die ausgebildet sind? Und die sind wirklich ausgebildet als Therapie- und Schulhunde. Da haben wir 1 Jahr lang Ausbildung gemacht, in der Hundeschule Baden-Württemberg sogar. Wenn ich mal rufe, komm mal her, dann siehst du sogar, dass er so ein richtiges schönes Logo hat von unserer Schule. Kannst du dann mal zu dir nochmal rufen? Genau. Also beide Hunde sind ausgebildet, dass sie mit Schülern arbeiten, aber auch im Altersheim. Wir haben tatsächlich im Altersheim gelernt, mit den Schulhunden zu arbeiten. Und ja, zum Hund, also er ist 5 Jahre alt und Josef ist, glaube ich, 7 oder 8 Jahre alt. Also ein bisschen älter, aber beide noch im besten Schulhundalter sozusagen. Und ich weiß nicht, ob du ihn schon mal gesehen hast hier auf dem Schulhof, wenn ich mit ihm laufe, aber eigentlich sind die beiden ja drinnen. Und wir haben sie als Schulhunde dafür, dass sie im Unterricht sind und dass sie als Unterrichtsbegleithunde sind. Das heißt also, vielleicht seht ihr einen von beiden mal auch in euren Klassen. Sport ist ja auch immer so ein bisschen das geheime Lieblingsfach von Schülern. Und da versuchen wir am ALG eigentlich direkt anzuknüpfen und den Schülern die Freude an der Bewegung in verschiedensten Formen und Facetten zu vermitteln. Dazu gehören natürlich die Klassiker, Leichtathletik, Schwimmen, Tanzen, Turnen, Fußball, Basketball, Volleyball, aber auch ganz andere Sportarten, die die Schüler vielleicht so noch gar nicht kennen oder kennengelernt haben, versuchen wir immer wieder in den Sportunterricht zu integrieren, sei es Ultimate Frisbee, Football, Baseball, Rugby. Da ist immer wieder was dabei, was ganz neue Bereiche aufzeigt. Und das sind eigentlich immer wieder Dinge, die den Schülern besonders viel Spaß machen, die dann auch einfach dem Sportunterricht die tolle Atmosphäre geben, die wir hier versuchen zu erzeugen. Das Tolle am AEG ist in dem Zusammenhang natürlich auch, dass wir 2 Hallen haben. Das heißt, wir haben immer ein bisschen mehr Platz. Wir haben einen geschickten kurzen Weg zum Stadion, dass wir im Sommer draußen Sport machen können. Wir haben eine gute Anbindung an Schwimmbäder, dass auch das Schwimmen nicht zu kurz kommt. Ein ganz besonderes Highlight ist in dem Zusammenhang natürlich immer das Schulanheim in Klasse 8, bei dem wir hier am AEG mit den Schülern 1 Woche Skifahren nach Südtirol gehen. Da kommt zum einen eben dazu, dass das für viele nochmal eine ganz, ganz neue Bewegungserfahrung ist, bei der die Schüler einfach mal was Neues lernen im Zusammenhang mit dem Skifahren, eben dieses Gleiten, Balancieren und darüber hinaus eben auch mal eine ganze Woche zusammen verbringen, als Klasse enger zusammenwachsen und dieses tolle Klassengefühl kreieren, das wir versuchen, auch im Sportunterricht immer wieder zu vermitteln. Darüber hinaus muss man sagen, kann man hier als Schüler an verschiedenen Sport-AGs teilnehmen und sich da zusätzlich noch ein bisschen austoben, sei es beim Fußball oder beim Hockey oder eben auch beim Hip-Hop. Die Hip-Hop-AG fällt auch hier immer wieder ganz besonders positiv auf, wenn eben die tollen Auftritte bei verschiedenen Schulaktivitäten zu bestaunen sind. Und das sind auch immer Sachen, bei denen die Schüler über das normale Angebot des Sportunterrichts hinaus noch aktiv werden können.
Hallo, ich bin Anja Markon, Schulsozialarbeiterin von der AWO hier am AIG. Ihr trefft mich, könnt mich immer wieder treffen hier in unserem Schülercafé, dem Café Einstein. Da gibt es in den Pausen unterschiedliche Möglichkeiten zu spielen, auch was zu basteln. Draußen im Pausenhof verleihen wir Spiele für draußen, die einfach die Pausen kurzweilig machen für euch und das, um ein bisschen abzuschalten von dem, was im Unterricht passiert. Außerdem könnt ihr immer zu mir kommen, hier in mein Büro, direkt im Café Einstein. Und wenn ihr Sorgen und Kummer habt, mit jemand reden wollt oder vielleicht Unterstützung braucht bei bestimmten Dingen, die ihr anderen nicht anvertrauen wollt. Hier ist alles freiwillig und vertraulich. Kommt vorbei, wir gucken, dass wir zusammen eine Lösung finden, wenn es mal nicht so rund läuft. Die Chemie ist ein Fachgebiet, wo man mit ganz vielen verschiedenen Experimenten versucht, sich die Welt ein kleines Stückchen näher zu erschließen. Das heißt, man macht Experimente und versucht herauszufinden, wie die Welt funktioniert und wie die Welt aufgebaut ist. Wir versuchen da ganz viele Experimente zu machen oder aber auch mit Modellen zu arbeiten, damit auch vielleicht ein schwierig erscheinendes Themengebiet einfach und leicht verständlich wird. Aber spannend sind natürlich die Sachen, die wir auch aus dem Alltag kennen. Warum wäscht Seife? Warum färbt sich ein Rotkohlsaft mit Zitronensaft in eine andere Farbe? Warum bilden sich in einer Flüssigkeit Kristalle? Wie ist eigentlich ein Stoff aufgebaut? All diese Fragen werden wir uns in diesem Fach stellen. Mein Name ist Sebastian Appelrath und ich unterrichte am AIG die Fächer Sport, Erdkunde und NWT. Sport und Erdkunde ist für euch ein alter Hut, aber NWT ist was ganz, ganz Neues. Wofür steht denn NWT? NWT steht für Naturwissenschaft und Technik. Wir versuchen also in NWT die Natur über wissenschaftliches Arbeiten mit der Technik in Verbindung zu bringen. Heißt, was haben Vögel mit Flugzeugen zu tun? Warum könnt ihr über eine Brücke laufen, ohne dass sie einstürzt? Das sind nur zwei Bereiche von unzähligen Bereichen, die wir mit euch behandeln werden. Ein dritter Bereich ist das Thema Robotik. Wir werden untersuchen oder wir werden im Endeffekt mit Robotern arbeiten. Wir werden so einen Roboter bauen und wir werden den Roboter zum Fahren bringen. Und zwar so, dass er ganz alleine, das bedeutet autonom, fährt. Das Ganze funktioniert über das Programmieren. Das Programmieren ist im Endeffekt Anleitungen schreiben für sogenannte Microcontroller, sodass der Roboter ganz alleine um die Kurve fahren kann, ganz alleine Linien folgen kann, Hindernissen ausweichen kann und unzählige andere Sachen auch noch machen könnte. Aus dem Alltag kennt ihr das vielleicht von eurem Staubsaugerroboter oder von einem Mähroboter. Heißt, wir beziehen uns immer auf euch und auf euren Alltag. So, was macht das AIG jetzt zum AIG und warum NWT am AIG? Ganz einfach deshalb, weil wir nette, junge, dynamische Lehrerinnen und Lehrer sind, die Spaß daran haben, euch dieses Fach näher zu bringen. Und bis dahin, bleibt gesund!
Ah, da ist ja schon wieder dieser Rucksack. Ich habe den schon irgendwo gesehen. Der will bestimmt ins Orchester. Es ist ja klar, dass man ins Orchester will, weil im Orchester, da gibt es tierisch gute Veranstaltungen. Konzerte, Reisen und wenn es gut läuft, kann man sogar als Solist auf der Bühne stehen. Es ist hammermäßig, was hier abgeht. Wenn das ganze Orchester mal spielt, und da muss man aufpassen, weil die Piccolo-Flöte muss genau mitkriegen, was der Kontrabass spielt. Das kriegt nicht jeder hin, aber wenn es richtig läuft, ist der super. Du möchtest da auch mal mitmachen? Ach so, ja, dann müsstest du hier anfangen, in Klasse 5, in die Musizierklassen zu gehen. Da kannst du dich nämlich entscheiden, ob du entweder ein Blasinstrument neu lernst oder ein Streichinstrument oder ob du dich mit dem Gesang näher beschäftigst. Und das machst du dann 2 Jahre lang und bis dann, wenn du entsprechend übst, das gehört natürlich schon dazu, vielleicht so gut, dass du schon in den Unterstufenchor oder in das Juniororchester oder in die Miniband einsteigen kannst. Ja, genau. 5 Dinge musst du da einfach wissen. Und 5 Dinge kann man sich merken. Miniband, Big Band, Proben, Konzerte, Reisen. Und das gilt für alle Ensembles, die wir hier versuchen anzubieten. Und das Schönste ist natürlich, wenn viele Schüler kommen und diese Chancen auch nutzen, sodass wir hier die ganze Bühne füllen können und tolle Konzerte haben. Und wenn man jetzt die Kamera rumdrehen würde, dann würde man den Saal sehen und da gibt es 500 Plätze zum Zuhören. Und wir machen 2-mal die Konzerte, damit wir 1000 Leute erreichen. Wo gibt's das? Nur am AEG. Ich glaube, ich habe noch nie so schlecht gefilmt. Ich stehe im Regen. Was für der SMV, Klappe 3, die erste. Musikinterview, Scene 1, Take 1. Interview Musik, Scene 1, Take 2. Interview Musik, Scene 1, Take 3.
Kaffee Einstein, Klappe 1, die zweite. Nein, falsche Richtung. Los! Kommt ihr raus? Nächstes Mal die Tür.